Dr. Paola Barbon von der Universität Bochum, die heute Abend aus dem Italienischen für uns übersetzt. Herzlichen Dank. Sie sind ein Experte für Deutsche, sind Sie seit 53 Jahren mit einer Deutschen verheiratet. Ist das gewissermaßen heute ein Besuch bei entfernten Verwandten für Sie? Hallo, tanti amici. Sagen wir mal, bei vielen Freunden. Aber kennen Sie sich in Deutschland gut aus? Würden Sie sagen, Sie haben die Mutter von sowieso an so einer Kathedrale mal gelobt, als die Frau schlechthin Mutter von Naumburg oder so ähnlich? Si. Ich habe Mutter von Naumburg, das ist immer stata un ideale di bellezza per me, non mi ha mai corrisposto. Doch, ich kenne mich aus und ich habe Uta von Naumburg immer verehrt als Schönheitsideal. Sie hat zwar nie geantwortet auf meine Gefühle, aber immerhin. Sie haben eine Schwäche für Fälschungen, Roberto Eco. Jetzt könnte man fast meinen, es ist eine Fälschung, die Nullnummer, denn es ist für ein Eco-Buch so wahnsinnig schmal. Können Sie sagen, dass es echt ist und warum ist es echt? Sì, è un'eccezione nella mia produzione. Tutti i miei romanzi precedenti erano delle sinfonie di Mahler, questo è un brano di Charlie Parker. Doch das ist eine Ausnahme in meiner Produktion. Meine früheren Romane waren alle wie Mahler'sche Sinfonien. Das ist tatsächlich ein Stück von Charlie Parker. No, perché lo stile di un romanzo deve seguire l'argomento. Der Stil eines Romans muss sich natürlich an das Thema halten. L'isola del giorno prima era in barocco, perché si svolgeva nel 600. Die Insel des vorigen Tages war natürlich barock geprägt, es spielte ja auch im 17. Jahrhundert. Questo è sul linguaggio giornalistico, quindi non poteva che essere più jazz. Das hier geht es um die Journaille, um journalistische Sprache, also konnte es eigentlich mehr Jazz sein als barocke Musik. Infatti è stato il mio libro più recensito, perché si fa prima leggerlo. Das ist auch das Buch, das die meisten Rezensionen bekommen hat, weil man es schneller lesen kann. Forse il più letto. Vielleicht auch das meist gelesene meiner Bücher. Es steht da ein Zitat, das Vergnügen der Gelehrtheit ist den Verlierern vorbehalten. Je mehr Dinge einer weiß, desto mehr sind die Dinge bei ihm nicht zum Besten gelaufen. Bedeutet das, dass Sie einen Menschen, Dankeschön für diesen Zwischenapplaus, bedeutet das, dass Sie einen Menschen automatisch bedauern, wenn Sie ihn als gebildet kennenlernen? No, ma io partivo dal principio che in una casa editrice, in un giornale, lavorano molti autodidatti. E gli autodidatti sanno tutto. Meno una cosa, perché non gliela spiega, cioè possono sapere tutto dall'uomo di Neanderthal a Obama, ma ignorano l'esistenza di Carlo Magno. Also ich bin von einem anderen Prinzip ausgegangen. Hier geht es um eine Zeitung und in Zeitungen arbeiten sehr häufig Autodidakten. Und Autodidakten können alles wissen, vom Neandertaler bis hin zu Obama, außer einem. Sie kennen die Existenz von Karl dem Großen nicht. Succede appunto così. Quindi quando mi dicono che sono un erudito, mi offendo. Also wenn man mich dann als Gelehrten bezeichnet, bin ich eingeschnappt. Queste cose bisogna tenerle nascoste. Solche Dinge muss man ja geheim halten. Weil bei ihm alles zum Besten gelaufen ist, er weiß nicht so viel, weil etwas schief gegangen ist. Oder weil er traurig war, viel einsam war. No, forse il fatto che facevo sempre autogol quando andavamo a giocare con gli amici. Vielleicht eher die Tatsache, dass wenn ich mit den Freunden Fußball spielte, ich immer Eigentore geschossen habe. Quindi se uno non sa giocare a football è meglio che faccia l'intellettuale. Also wenn einer
es überhaupt nicht schafft, Fußball zu spielen, dann sollte er sich lieber auf das intellektuelle Fach verlegen. Das ist tatsächlich das allerletzte Terrain, auf dem man sich zurückziehen kann. Wir werden das Jahr 1992 heute als sehr bedeutsam kennenlernen in der italienischen Geschichte. Und jetzt ist die Frage, warum war 1992 so wichtig? Wir haben gehört von dem Antikorruptionsprogramm Mani Politi, saubere Hände, das ist 1992 gestartet worden. Also eigentlich sollte alles besser werden. 1992 in Italien ist es aber nicht. Also warum war dieses Jahr so merkwürdig? Dunque, io scelto 92 per tre ragioni. La prima, che è stato evidentemente un anno fondamentale nella storia italiana, perché c'è stato il processo Mani Pulite contro la corruzione, che ha fatto praticamente crollare i due maggiori partiti di governo, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. E quindi si aprivano infinite speranze per un futuro migliore. E invece il 92 ha aperto la strada a Berlusconi. Ich habe dieses Jahr 92 aus drei Gründen ausgewählt. Zum einen war es ein sehr wesentliches Jahr für die neue italienische Geschichte. Das war das Jahr des Prozesses, das unter dem Namen firmierte die sauberen Hände. Und es ging um Korruption gegen die Korruption. Aber es hat dazu geführt, dass die zwei wichtigen Regierungsparteien, die Christdemokraten und die Sozialistische Partei, eigentlich implodiert sind, zugrunde gegangen sind daran. Das machte natürlich den Weg frei für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In der Tat, das ist dann den Weg geebnet für Berlusconi. La seconda ragione che volevo situare la mia storia prima di Internet, che sarebbe arrivato nel 94, perché sennò questo avrebbe cambiato tutto il problema del giornalismo. Der zweite Grund war, dass ich meine Geschichte in den Zeiten vor Internet ansiedeln wollte. Internet kam dann 94 auf und damit wäre alles anders geworden in der Welt des Journalismus. La terza è che mi piaceva mettermi un po' indietro per fare delle false profezie che facessero sorridere le dove, come i telefonini non avranno futuro. Der dritte Grund war, dass es mir gefiel, mich zeitlich so fern anzusiedeln, um eben Falschprophezeiungen in die Welt zu streuen, über die der Leser gut lächeln konnte, wie die Prophezeiung, Handys haben überhaupt keine Zukunft. Ultima ragione, uno dei miei personaggi, un pazzo paranoico, braggadocio, fa un calcolo del tutto delirante sui vari tipi d'automobile. Der letzte Grund ist, dass die Hauptfigur Braccadocio, eine Art Paranoiker und sehr besonderer Mensch, ein ganzes Kalkül entwirft über die Wahl eines neuen Automobils. E io avevo sul computer lo stesso calcolo perché l'avevo fatto io quando dovevo cambiare macchina. Und ich hatte immer noch im Computer die gleichen Überlegungen, das gleiche Kalkül stehen, weil es von mir selber stammte, als ich mir ein neues Auto zulegen wollte. Jetzt hören wir mal eine kleine Stelle aus dem neuen Werk. Das ist eine durchaus ausführliche Stelle, das ist der Beginn, meine Damen und Herren. Wir haben eine ganz tolle Stimme dazu gewinnen können, der Mann, der 148 Stunden Harry Potter eingelesen hat. Er liest das erste Kapitel für uns. Bitte begrüßen Sie bei uns auf der Bühne den fantastischen Schauspieler Felix von Manteuffel, meine Damen und Herren.